Servus und hallo, willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Es ist Sidequest Time. Jawohl, das werden wir direkt tun. Wir fangen an mit genau, das ist eine gute Frage. Womit fangen wir an? Okay, wir gehen nochmal in die mittlere Ära. Auf geht's. Im letzten Part haben wir Chrono wiedergeholt. Was mich aufrichtig freut, muss ich ja mal gestehen. Und ja, dann versuchen wir das Ganze doch noch einmal. Erstmal hier speichern. So, alle voll geheilt? Oder hat hier irgendeiner Problem? No. Okay, auf geht's in die Sinkwüste. Wo wir letztes Mal so elendig verkackt haben. Wenn man das so nennen sollte, darf. Also, hallo? Danke. Ah ja, jetzt kommen hier die tollen Gegner. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert, ob das schon reicht. Ansonsten... Okay, das wird es wohl nicht reichen. Okay. Diese Gegner sind halt ganz, ganz fies und böse und schau mal, mach mal eben mal leuchten. Ja, das sieht doch schon besser aus. Sehr gut. Noch ein bisschen das Geld erhalten. Wir haben Triple-Tech-Feuersektor erhalten. Und direkt schon die nächsten Gegner. Sollte kein Problem darstellen. Hoffentlich. Come on. Einmal. Funktioniert nicht? Ja, oh, ist ja doof. Schauen wir doch mal, was hier abgeht. Dann machen wir nochmal leuchten. Schöne Attacke eigentlich. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht funktioniert hat. Das ist merkwürdig. So, mal gucken. Ja, mit dem Ether, also Ether muss ich mir nochmal kaufen. Da ich relativer Mana-Verschwender bin, wie ich das merke gerade. Also mal gucken, vielleicht habe ich noch gar nicht das ausgerüstet, was ich ausrüsten sollte. So. Kann ja natürlich sein, dass ich das noch nicht habe.
beziehungsweise... So, wir gehen nochmal erstmal das Ding hier abholen. Also das Item ist ein Esser. Also ich kann auch Fackel lernen, ne? Ja. Okay, Sektorbombe. Ja, war klar. Ah, wer hat das denn? Sie hat die Silbernadel. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das gerade vorstelle. Da kommen noch mehr Gegner. Ach, das sind diese kleinen Viecher. Ein 50% weniger Mana-Verbrauch ist natürlich schon gut. Will ich behaupten. Denn, ihr seht ja, was es nützt. Ich weiß nicht, was das normalerweise der Spell kostet. Können wir jetzt mal kurz gucken. Kostet normalerweise 20, glaube ich. Und kostet so 10. Gar nicht so schlecht eigentlich. Ich hoffe mal, dass es diesmal wieder kein, dass es diesmal mal keinen Bug gibt. Das wäre uncool. Das letzte Mal habe ich den Kern ja besiegt gehabt. Aber trotzdem. Irgendwie war das nicht so das, was es sollte. Doppelbombe gelernt. Gut. Ich werde Luca mal rausnehmen. Dafür nehme ich Frog mit. Mit Wasser. Wasser-Spell. Da ist noch was. Schauen wir mal, ob das so besser wird. Sollte ja eigentlich gut funktionieren. Ja. Sollten sie... Ja, okay. Sie sind kaputt, hinüber, vernichtet und so weiter. Einen Ewigpanzer erhalten. So, dann ziehen wir direkt mal an. Sorry, wenn ich gerade was schiller bin, aber ich versuche gerade ein bisschen. Okay, maximal Schaden an alle. Jetzt kann Frog noch Kraft 2 lernt er. Okay. So. Vielleicht ein Erdbeben. Schauen wir mal. Also, sie wandeln in... Aber unterirdische Monster sind schwer ausfindig zu machen. Goldmünzen. Ein Hyperäther. Einen Ewighelm. Erstmal alles abgraben hier. Eine Memo-Kappe. Ein Esser voll erhalten. Rauf da, sehr schön.
Ein Muskelring. Huh. Okay, Silbernadel, Reflexring, ist Magie. Was ist denn ein Muskelring? Ausdauer plus 6. So, ein Ether Medium. Hier mache ich einmal ein Safe State, meine Freunde. Und dann versuchen wir das ganze Spielchen. Nochmal. Halt, Shop, nein. Erst noch den Ewig-Helm ausrüsten. Zack, zack. Und dann schauen wir noch mal. Okay, das hat ihn geheilt. Das ist natürlich doof. Einmal absorbiert Energie aus Kern. Machen wir den mal schwach hier. Wasser härtet Sand. Sandzyklon. Uncool. Sehr uncool. Flieht, wenn der Kern fehlt. Hat er bei Angriff gestärkt? Ja, das ist normal. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Wasserhärte Sand, Verteidigung im Keller. Wow. Ja, das ist halt gerade im Moment. Ah, ja. Vielleicht kriegen wir es dieses Mal hin. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Böser, böser Vieh. Böses Gegnervieh. Verteidigung bei Angriff gestärkt, das ist klar. Immer dieser blöde Laserstrahl. Oh Mann. Schauen wir mal. Ja, der greift natürlich den Heiler wieder mal an. Ein Sandzyklon. Ja, liebe Leute, wenn ich gerade leise bin, sorry. Ich versuche mich gerade auf den Kampf zu konzentrieren.
Da der relativ böse ist. Okay. Heilbot, bitte einmal heilen. Wassertyp, einmal bitte Wasser machen. Das geht doch eigentlich. Ach ja. Dieser blöde Gegner hier. Und weiter heilen. So, schon mal kurz Pause. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Trigger. Mit diesem spannenden Fight hier.